Ich bin Wolfgang. Ich bin Schauspieler. Und in diesen Tagen bin ich froh, dass ich es nicht notwendig habe, diesen Beruf auszuüben. Denn würde ich ihn ausüben, dann hätte man mich vielleicht gefragt, ob ich meinen Senf bei einer Kampagne wie Alles dicht machen hinzugeben möchte. Ich würde dann, so wie jetzt gerade, in bedeutungsschwanger gehaltenen Sätzen, mit Kunstpausen an den richtigen Stellen, die Corona-Maßnahmen kritisieren. Und hinterher würde ich denjenigen, die meine Satire nicht verstanden haben, vorwerfen, dass sie von Satire keine Ahnung haben. Wenn meine Videos dann von Extremisten oder Corona-Leugnern geteilt werden, würde ich mich selbstverständlich sofort ganz klar und unmissverständlich distanzieren. Aber glücklicherweise wird das nicht notwendig sein, denn erstens bin ich kein Schauspieler und zweitens liegt es mir vollkommen fern, Leute in irgendein extremistisches Lager einzuordnen, nur weil sie sich nicht an Maßnahmen halten wollen. Man muss ja auch nicht zwangsläufig recht sein, wenn man sich an gar nichts mehr halten will. Es reicht schon aus, wenn man ein bisschen dämlich ist. Sorry, das war Ironie. Ich bin ja selbst manchmal Hobby-Satiriker und habe auch einen Hang zum schwarzen Humor. Derzeit wird ja die Kampagne Alles dicht machen heißt diskutiert und die wird sowohl gefeiert als auch in der Luft zerrissen. In der Luft zerrissen vor allem von denen, die halt der Meinung sind, dass diese 53 Clips sich nicht gerade sinnvoll erweisen in der Phase, in der wir uns gerade befinden. Und es wird aber auch die Meinung vertreten, dass die Clips auf zumindest indirekte Art und Weise die Opfer der Corona-Pandemie verhöhnen würde. Also, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen. Viele von euch wissen ja, dass ich auch eine Filmproduktion habe und aus dieser Richtung komme. Es ist nur so, wenn ich so in meinen Freundesbekanntenkreis reinhöre, und zwar in den künstlerisch verwurzelten Kreis, ja, wenn ich mir Meinungen von Filmemachern und von Schauspielern anhöre, die nicht Bestandteil der Kampagne sind, wohlgemerkt, dann gibt es so gut wie niemanden, der dieser Kampagne etwas abgewinnen kann. Also nicht, dass ich jetzt mit allen darüber gesprochen habe, ja, aber die Anzahl derer, die dem Ganzen positiv gegenüberstehen, ja, die ist wirklich sehr gering. Aber Leute, völlig egal, ja, das sind ja nur Meinungen. Was aber schon bedeutend ist, das ist die Frage, wie sehen das eigentlich die Leute, die direkt davon betroffen sind? Also die zum Beispiel Todesfälle hatten im Freundes-, Verwandtenkreis oder mit Long-Covid rumkämpfen. Und auch da kenne ich einige mittlerweile und da kenne ich überhaupt niemanden, der auch nur irgendwelche Sympathien für diese Kampagne hat. Und das hat meiner Ansicht nach nichts damit zu tun, dass man generell jetzt den Mund aufgemacht hat und sich jetzt auf satirische Art und Weise gegen irgendwelche Maßnahmen ausspricht. Also ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, habe ich mich in der Vergangenheit auch schon zu der einen oder anderen Maßnahme kritisch geäußert. Und ich finde auch, dass man generell gewisse Dinge unbedingt hinterfragen und nicht einfach hinnehmen sollte. Es gibt da nur in diesem Fall mehrere Probleme bei der ganzen Sache. Abgesehen davon, dass ich einen großen Teil der Clips für künstlerisch schlecht halte, ja, aber das ist nur meine subjektive Meinung, sollten wir uns auch mal die Definition von gelungener Satire ansehen. Das Problem beginnt schon damit, dass hier über 50 verschiedene Clips unter einem Deckmantel stehen. Und jetzt kann man natürlich die Clips einzeln bewerten und wird den einen gut oder den anderen weniger gut finden. Und ja, es gibt auch ein paar einzelne gute Clips dabei, aber mal ernsthaft, das Projekt will ja in seiner Gesamtheit wahrgenommen werden. Also sollte man meiner Ansicht nach das Projekt auch in seiner Gesamtheit bewerten. Aber was soll denn die Gesamtaussage dahinter sein? Die Gesamtaussage wird jetzt im Nachhinein von den Machern sinngemäß als Kritik am Umgang mit Kunstschaffenden in der Corona-Zeit bezeichnet. Insbesondere spricht man da auf die Situation der Theater an. Ja, wenn wir uns aber insgesamt die Clips ansehen, werden in einem Großteil davon immer nur pauschal die Maßnahmen satirisch verurteilt, ohne konkrete Problemfelder zu benennen. Um die Vernachlässigung von Kulturbetrieben geht es inhaltlich mit wenigen Ausnahmen ja so gut wie gar nicht. Was will man uns also damit sagen? Okay, man kann es natürlich so machen, ja, aber wie glaubwürdig soll das sein, wenn man einzelne Maßnahmen nicht konkret thematisiert und übrigens nicht mal Lösungsansätze dafür bringt? Wie glaubwürdig soll es sein, wenn gut im Geschäft stehende Filmschauspieler jetzt hinterher behaupten, es wäre ihnen um die Situation der Kunstschaffenden im Allgemeinen gegangen? So gut wie keiner, die da gesprochen haben, ist auch nur annähernd
von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Maßnahmen betroffen. Dazu muss man wissen, die Filmbranche, die hatte nie einen Lockdown. Mit Ausnahme von März 2020 bis circa Juni, Juli 2020. Ja. Es wurde mit Auflagen natürlich ganz normal weitergedreht. Und wie kurz gedacht hat man bei der ganzen Sache eigentlich, wenn man sich zwar hinterher von den bösen, bösen Nazis distanziert, auf ziemlich peinliche Art und Weise auf der nun wieder online gegangenen Hauptseite, aber gleichzeitig von vornherein natürlich schon wissen hätte müssen, dass die Clips selbstverständlich von AfD, Querdenkern und Co. jetzt verwendet werden. Also ins rechte Eck müssen wir da niemanden von den Mitwirkenden stellen. Das besorgen die Rechten dann schon selbst. Aber vergessen wir mal kurz den ganzen Rechts-Links-Scheiß. Ne? Wer so einen Elfer auflegt, ja, der darf sich nicht wundern, wenn die Corona-verharmlosende Seite, mit der man ja angeblich nichts zu tun haben will, diesen Elfer dann auch verwandelt. Dazu muss man einfach nur auf die einschlägigen Seiten zu KenFM, die Hoppe und so weiter und so fort schauen. Also genau diejenigen, mit denen man ja angeblich nichts zu tun haben will, nutzen die Clips jetzt für sich selbst. Ja, und dann gibt es da noch den lieben Holger von Massengeschmack TV. Ja, ich schaue den ganz gerne, diesen Kanal übrigens, bin meist übrigens auch immer mit ihm einer Meinung. Ich glaube jedenfalls, dass diese Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich da beteiligt haben, schon auch geguckt haben, mit wem haben sie es da zu tun. Ich meine, man kann doch jetzt nicht ernsthaft einem Ulrich Tukur oder einer Ulrike Volkerts, die sich auch für Flüchtlinge sehr viel engagiert hat, den kann man doch nicht ernsthaft jetzt unterstellen, sie würden den Querdenkern nahestehen. Das ist doch absurd. Das ist doch grotesk, ja. Ja, ich würde prinzipiell auch sagen, dass man den Großteil der Leute dort nicht mal ansatzweise einordnen könnte. Ja? Aber wie gesagt, lassen wir mal den ganzen Links-Rechts-Scheiß liegen. Es geht doch nur um zwei Gruppen. Diejenigen, die es verharmlosen und diejenigen, die es ernst nehmen. Wobei wir da natürlich bei den Schauspielern schon ein paar Ausnahmen haben. Das ist Frau Nina Proll. Ich wünsche mir auch weiterhin, dass Virologen unser Leben bestimmen. Denn nur sie können beurteilen, was für uns wirklich gesund ist. Das Leben kann tödlich sein. Bleiben Sie für immer zu Hause und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Auch hier wird, wie in den meisten Clips, allgemein von den Maßnahmen gesprochen. Und dazu muss man wissen, dass Frau Proll sich schon in der Vergangenheit recht unmissverständlich positioniert hat. Nina Proll sucht ihren Applaus ganz bewusst auch in jener Ecke, mit der man laut Webseite ja überhaupt nicht anecken will. Und macht zum Beispiel auch gemeinsame Videos mit Pandemieleugner Rainer Füllmilch. Selbst wenn jetzt der Verfassungsgerichtshof entscheidet, der PCR-Test ist dafür nicht geeignet. Es ist in den Köpfen der Leute so dermaßen schon drin, dass es, glaube ich, sehr schwer wird, das wieder aus den Leuten rauszubekommen. Also der Schutz von Minderheiten kann ja nicht der Schaden der Mehrheit sein. Verstehen Sie? Richtig, zumal der Schutz der Minderheit hier ohne weiteres gewährleistet werden könnte, so wie man es immer schon gemacht hat, wenn eine Grippewelle durchs Land zieht, indem man eben, wenn man Symptome hat, vorher ist man gesund, wenn man Symptome hat, eben nicht gerade ins Altersheim marschiert, um da irgendwelche Leute anzustecken. Das wäre eine Maßnahme. Und jetzt kommt die Nummer ja aufs Schärfste noch, denn der Schutz, den man angeblich dieser Minderheit angedeihen lassen will, der wirkt sich so aus, dass diese Leute jetzt als Erste geimpft werden und in Scharen sterben oder krank werden. Die letzte Meldung kam aus Gibraltar, 53 und Gibraltar ist ein kleines Land, hat 33.000 und ein paar kaputte Einwohner, 53 Tote nach Impfung. Ja, den kennst du ja auch, lieber Holger, ne? Den Herrn Füllmich. Also ganz so schwurbelfrei sind wir dann doch nicht unterwegs bei dem Projekt. Ne? Ach ja, und weil jetzt natürlich einige der Schauspieler eben Rückzieher machten und mit dem Projekt nicht mehr in Verbindung gebracht werden wollen, da meinen ja jetzt einige, ja, diese Staatskünstler, jetzt haben sie Angst vor Repressalien und stehen nicht mehr zu ihren Aussagen und gehen in Deckung, weil sie Angst um ihre Jobs haben, pipapo. Ja? So, und der Holger meinte... Aber einige haben dann trotzdem jetzt... Ja, sind eingeknickt. 6 der 53 Teilnehmer, es ist jetzt Stand Freitagnachmittag, haben bereits ihren Clip wieder löschen lassen, haben sich aus der Kampagne verabschiedet. Heike Makatsch war das schon relativ schnell. Jetzt auch weitere, wie zum Beispiel Kostja Ullmann oder Merit Becker. Natürlich spielte auch Angst um die eigene Karriere eine Rolle. Und das zeigte sich dann am Freitag als gar nicht so unbegründet. Der im WDR-Rundfunkrat sitzende SPD-Politiker Garrett Duin forderte doch ernsthaft berufliche Konsequenzen für alle Teilnehmer der Kampagne. Auf Twitter forderte er, die Zusammenarbeit der ARD mit diesen Schauspielern schnellstens zu beenden. Dabei nannte er auch namentlich Jan-Josef Liefers und Ulrich Tukur.
Also, dass das natürlich nicht passieren wird, darüber müssen wir hoffentlich nicht diskutieren. Ich weiß, da kommt man jetzt wieder mit dieser Keule daher, aber es gibt ja durchaus auch Schauspieler, die auch in der freien Szene mitwirken, also nicht ausschließlich vom bösen, bösen Staatsfunk abhängig sind, wie manche das unterstellen wollen. Und es gibt ja auch Schauspieler aus Österreich, die hier mitgewirkt haben und es eben jetzt nicht mehr tun. Und jetzt schauen wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an aus der Stellungnahme von Manuel Rube. Ja, das ist eben ein solcher österreichischer Schauspieler, der hat ebenfalls bei diesem Projekt mitgemacht und seinen Clip mittlerweile zurückgezogen. Ich kenne den Manuel nicht persönlich und habe zumindest, also meines Wissens mit ihm, glaube ich, noch nie gearbeitet, kann mich jedenfalls nicht erinnern. Ich kenne aber viele Leute, die ihn kennen und schon mit ihm gearbeitet haben. Und der Manuel, der ist weder rechts noch Corona-Leugner. Und das sagt er übrigens in seinem Clip ja auch selbst. Und jetzt schauen wir mal an, was er sagt in seiner Erklärung. Ich wurde von einer Person gefragt, die ich sehr, sehr schätze und die über jeden Leugnungszweifel erhaben ist, ob ich einen Beitrag über die Bedeutung der Kunst machen möchte. Das habe ich getan und zu diesem Beitrag stehe ich. Den kann man schlecht finden oder gut, aber ich finde, der leugnet nichts und gar nichts. Ich kenne die anderen Beiträge nicht und ich weiß auch nicht, ob irgendwer irgendwelche Absichten hat. Ich glaube eigentlich nicht. Und genau das ist aber eben das Grundproblem bei der ganzen Sache. Ja, vermutlich hat keiner der Mitwirkenden durchschauen können, was da sonst noch so alles gedreht wird, mit welchen zu hinterfragenden Aussagen. Ein Großteil der Mitwirkenden hat eben nicht vorhersehen können, welche verzerrende Gesamtaussage sich durch die zahlreichen Clips unterm Strich ergibt. Tja, mitgefangen, mitgehangen. Unterm Strich betrachtet halte ich das Ganze aus jetziger Sicht für nichts anderes als eine Hashtag-Clickbait-Kampagne und ist zumindest im moralischen und aus meiner Sicht auch im künstlerischen Sinne, nicht im unternehmerischen wohlgemerkt, gescheitert. Aber das ist nur meine bescheidene Privatmeinung. Und wir wissen ja, wie das mit bestimmten Themen so ist, gerade auf YouTube. Ja, was polarisiert, was emotionalisiert und das ist bei diesem Thema ja der Fall. Das wird immer Klicks bringen. Und natürlich bilden sich dann auch Bubbles, Blasen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, aber eines der Merkmale solcher Clickbait-Kampagnen, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eine solche ist, wäre ja nicht nur ein emotionalisierendes Thema, wie eben zum Beispiel Corona, sondern eben auch die Tatsache, dass es am Ende irgendwo eine Monetarisierung geben muss. Ne? Also es muss ja auch irgendwo einen finanziell ersichtlichen Background geben. Vielleicht nicht sofort, aber vielleicht irgendwann mal. Ne? Also zum Beispiel einen Affiliate-Link oder einen Link zu einem eigenen Produkt oder was auch immer. Das ist ja aktuell nicht der Fall. Ja? Aber ich bin sicher, dass wir zumindest in ein paar Wochen noch von der Kampagne reden werden und somit auch von einzelnen Mitwirkenden und natürlich auch über den YouTube-Kanal. Der ist innerhalb kürzester Zeit auf sage und schreibe fast 70.000 Abonnenten angewachsen und das, meine Damen und Herren, das ist bitte ein sehr respektabler unternehmerischer Erfolg. Einzelne Clips bestimmter Darsteller überschreiten mittlerweile sogar die 500.000er Klickmarke und in Zeiten, wo relativ unbekannte durchschnittliche Influencer häufig mehr Follower haben als so mancher im deutschsprachigen Raum bekannte Filmstar, hat es durchaus einen Wert. Ich wundere mich selbst immer, wenn ich auf TikTok gehe und dann sehe ich irgendjemanden, den habe ich noch nie gehört gesehen, mit 1,5 Millionen Abonnenten und ich denke mir, hä, wer ist das? Ja. Aber naja, was macht man nicht alles für die Karriere? Ne? Darüber können wir uns jetzt natürlich künstlich aufregen oder auch nicht und du kannst da gerne auch eine andere Meinung haben, aber meiner Ansicht nach ist folgendes Fakt, diese Aktion, die hat genauso wenig unterm Strich etwas gebracht wie die Aktion Alarmstufe Rot, nur mit einem Unterschied. Nämlich, dass sie, so fürchte ich, zur Spaltung des Landes, und damit meine ich sowohl Deutschland als auch Österreich, beigetragen hat. Und zwar aufgrund der Art und Weise, wie sie gemacht wurde. Also unterm Strich hat diese Aktion der Gesellschaft natürlich überhaupt nichts gebracht. Denn die Zahlen gingen durch solche Videos natürlich nicht runter. Eher im Gegenteil, weil die Thematik ja sichtlich verharmlost wird. Ja? Und die Politik, na die ist sowieso zu feig, ihre beschlossenen Maßnahmen zu überdenken oder anzupassen. Das gilt übrigens insbesondere auch für den Kunstsektor, da wird jetzt erst recht nichts passieren. Nehmt's mich beim Wort. Und ja, ich sag's nochmal, man kann das alles kritisieren, aber wenn man schon so plump macht wie in dieser Kampagne, dann sollte man auch Lösungsvorschläge parat haben und die gibt es nicht. Punkt. Fazit, wenn du hinterher erklären musst, wie etwas gemeint war, dann hat es schon von Beginn an weg leider nicht funktioniert. Diesen Satz habe ich mir ausnahmsweise übrigens vom YouTube-Kollegen Leo Bauer, übrigens auch ein Regisseur, geklaut und ich ergänze ihn mit, das Einzige, was funktioniert hat in diesem Fall, ist die Blasenbildung. Ja, die hat funktioniert. Wird man ja vielleicht anhand der Kommentare und Likes sowie Dislikes auch in diesem Video ersehen können. Who wants to be a popular person must suffer or die. So any person who is